Am Sonntag, den 25. Mai 2014, wird ein neuer Landrat im Rhein-Lahn-Kreis gewählt. Der Landtagsabgeordnete und gelernte Sparkassenbetriebswirt Frank Puchler bewirbt sich als Kandidat für dieses Amt. Seit Jahrzehnten engagiert er sich in seiner Heimatgemeinde Oberneisen, in der Verbandsgemeinde Hahnstetten und im Rhein-Lahn-Kreis. In seiner Heimat Oberneisen fühlt er sich wohl. Hier tankt er Kraft, hier ist sein Zuhause, hier hat er alles, was man zum Leben braucht. Von hier aus koordiniert er seine vielen Termine. Im Kreise seiner Familie fühlt er sich wohl und findet die Geborgenheit, die man als Politiker auch privat braucht. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit seiner Familie begibt sich Frank Puchler zum ersten Termin nach Nassau an die Lahn, wo er bei der Eröffnung einer regionalen Messe das tut, was ihn als menschlichen Politiker auszeichnet. Er geht auf die Menschen zu, hört ihre Sorgen, Probleme und Anliegen sich an und sucht den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern im Rhein-Lahn-Kreis. Bei zahlreichen Bürgergesprächen wie hier in Dienetal kommt Frank Puchler mit vielen Menschen zusammen, um nicht nur seine politischen Ziele zu präsentieren. Nein, Frank Puchler ist ein Kümmerer vor Ort und nimmt alle Anregungen, Vorschläge und Ideen mit, um sich dann um die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger persönlich zu kümmern. Warum möchte Frank Puchler Landrat des Rhein-Lahn-Kreises werden? Der Rhein-Lahn-Kreis meine Heimat ist. Ich bin hier aufgewachsen, ich kenne die Menschen und möchte mich mit Herzblut für meine Heimat einbringen. Dort möchte er hin. Hier in der Kreisverwaltung auf der Insel Silberau möchte Frank Puchler aktive Politik für den Rhein-Lahn-Kreis gestalten. Was ist das wichtigste Thema, das Frank Puchler als Landrat angehen möchte? Die Arbeit im Kreishaus ist wichtig, um die Zukunft zu gestalten, gemeinsam mit dem Team der Mitarbeiter und Mitarbeitern. Aber auch die Arbeit draußen, bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Vereinen und Verbänden ist mir wichtig, insbesondere das Ehrenamt, was sich sehr stark engagiert, was unseren Kreis am Leben erhält, zu unterstützen, mit der Präsenz vor Ort, mit der persönlichen Unterstützung. Und es macht auch Freude, eine Vielzahl von Initiativen in unserem Kreis zu bewundern und zu besuchen. Ziel von Frank Puchler ist ein Lahn-Kreis mit Selbstbewusstsein, Wir-Gefühl und Identität. Dafür möchte er sich mit voller Kraft einsetzen. Dank seiner langjährigen Erfahrung in der Kommunalpolitik und als leitender Angestellter einer großen Sparkasse ist Frank Puchler auch in der Lage, eine große Verwaltung zu führen. Ich habe gerne Bankkaufmann gelernt und auch in der Bank gearbeitet und habe aber die Perspektive gesehen, im politischen Bereich etwas zu gestalten, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern etwas zu unternehmen, um letztendlich auch zu sagen, ich habe was gemeinschaftlich auf den Weg gebracht. Bankgeschäft ist sicher die Konzentration auf die Wirtschaftlichkeit. Mir geht es aber auch ein bisschen mitzugestalten und auch zu gucken, wo kann man dort in einer Region, wo man selbst die Chance hatte, gut aufzuwachsen, auch ein Stückchen zurückgeben. Deswegen bin ich in die Politik gegangen. Ich bin sehr froh über diesen Entschluss und würde gerne noch viele, viele Jahre in der Politik gemeinsam mit den Menschen die Zukunft des Rhein-Lahn-Kreises gestalten. Was wird Frank Puchler in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit als Landrat anpacken? In den ersten 100 Tagen ist mir ganz wichtig, mit den Menschen, die im Kreishaus arbeiten, gemeinsam mit jedem ein persönliches Gespräch zu führen, um seine Perspektiven auszuloten. Zweitens möchte ich mich dem Thema der Schulen und der Kindertagesstätten als wichtige Zukunftsaufgabe widmen. Und drittens Infrastruktur und da an erster Stelle Breitband für alle Ortschaften und für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Kreis. Im Rahmen einer Zukunftsinitiative Rhein-Lahn möchte Frank Puchler sich konkret für Ziele wie beispielsweise gute Bildung, Mobilität, Infrastruktur, ärztliche Versorgung und eine starke Wirtschaft im Kreis einbringen. Dafür geht Frank Puchler auch direkt und vor Ort auf die Menschen zu und spricht mit ihnen. Für seine Heimat, den Rhein-Lahn-Kreis, mit ihren Bürgerinnen und Bürgern zu arbeiten, dafür steht Frank Puchler als zukünftiger Landrat des Rhein-Lahn-Kreises. Er ist offen für neue Herausforderungen und geht neue Aufgaben mit Herzblut an. Deshalb am 25. Mai 2014 einen engagierten, kompetenten und bürgernahen Landrat für den Rhein-Lahn-Kreis. Das Tolle am Rhein-Lahn-Kreis ist seine Mischung. Wir haben verschiedene Regionen mit einer Vielfalt von Strukturen, historisch geprägt, konfessionell geprägt. Das ist eine tolle Mischung. Wir haben kleine Dörfer mit gerade mal knapp 100 Einwohnern. Wir haben Städte mit über 10.000 Einwohnern. Und das gemeinschaftlich zu verbinden und ein Stück Identität und Wir-Gefühl zu erzeugen, das sehe ich als eine tolle Aufgabe. Frank Puchler, ein Kümmerer und Politiker mit Perspektiven.